Herzlich willkommen zu Mass Effect Andromeda. In der letzten Folge haben wir hier eine Aufgabe gehabt. Das sollten wir jemanden kennenlernen. Ah, Pathfinder. Die Daten, die Sie gesammelt haben, sind fabelhaft. Sie und Ihr Sam natürlich. Danke, Mr. Professor Herrick. Meine Kollegen und ich arbeiten mit Sam zusammen, um aus Ihren Scans Erkenntnisse zu gewinnen, die der Initiative hoffentlich zugutekommen. So. Was sind Ihre Fachgebiete? Herrick ist Biowissenschaftler. Ich befasse mich mit Astrogeologie und Ozeanographie, Felsen und Strömungen. Aridana ist unser Weltraum- und Mathematikgenie. Die großartigen Daten, die Sie uns geschickt haben, sind ein echter Segen für uns. Edison hat uns endlich einen vernünftigen Arbeitsplatz zugestanden. Machen Sie weiter so, Champ. So, sehr gut. Haben wir einen Wissenschaftler kennengelernt. Jetzt müssen wir hier drüben jemanden kennenlernen. So. Also hier haben wir jetzt jedenfalls auch schon mal eine defekte. Gut, jetzt wollte ich auch runterhüpfen, aber das geht ja gar nicht. Die Nexus erhält eine Bar. Trotz vereinzelter Proteste betrachten die meisten das Vortex als zivilisierte Möglichkeit, sich bei einem Drink von der Stase zu erholen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Aha, sehr gut, sehr, sehr gut. Gute Arbeit mit dem Außenposten. Vielleicht entspannt sich Edison jetzt ja ein bisschen. Wie meinen Sie das? Sie war ziemlich aufgebracht darüber, dass die Initiative bisher noch keinen Außenposten errichtet hatte. Was absolut verständlich ist, wenn Sie mich fragen. Trotzdem bin ich froh, dass sie jetzt Arbeit hat, auf die sie sich konzentrieren kann. Mir ist aufgefallen, dass hier kaum Kroganer rumlaufen. Sie haben noch nicht mit Nummer 8 gesprochen, oder? Nummer 8? Tan, fragen Sie ihn, warum die meisten meiner Leute gegangen sind. Er hat bestimmt eine Meinung dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Als es zu der Meuterei kam, wurde eine Abmachung getroffen. Mein Clan sollte das Problem lösen und dafür im Gegenzug ein größeres Mitspracherecht in der Initiative erhalten. Warum nennen Sie Tan Nummer 8? Weil er auf der Liste der Leute, die die Andromeda-Initiative leiten sollten, auf Platz 8 stand. Ich erinnere ihn gerne von Zeit zu Zeit daran, nur damit er bescheiden bleibt. Ah ja. Was wurde aus der Abmachung? Der Clan hat seinen Teil eingehalten. Aber Tan ist ausgerastet, als er erfuhr, dass wir mehr Mitspracherecht wollten. Dann hat Edisons Assistent, Spender, so getan, als hätte es nie eine Abmachung gegeben. Es war das Letzte. Und ich kann es meinen Leuten nicht verdenken, dass sie gegangen sind. Wir lassen uns nicht mehr benutzen. Wenn Ihr Clan fort ist, warum sind Sie denn noch hier? Das ist kompliziert. Die Station und mein Clan brauchen mich hier. Welche Probleme haben Sie auf der Nexus?
Die Situation ist beschissen, wäre eine treffende Zusammenfassung. Einige Arten sind verschwunden, irgendwelche Idioten haben gemeutert und dann haben noch mehr Idioten meinen Clan beleidigt, woraufhin er abgehauen ist. Und als Krönung wurde Jean Garson getötet, die Gründerin der Initiative. Was ist Jean Garson zugestoßen? Sie wurde bei der Geißelkatastrophe getötet. Sie und einige andere Anführer. Tan weiß vielleicht mehr darüber. Als wir die Milchstraße verließen, kämpften die Kroganer immer noch mit der Genophage. Richtig, die Genophage. Ein kleines Geschenk, das die Salarianer unserem Volk vor Jahrtausenden gemacht haben. Sie haben uns mit einem Sterilitätsvirus infiziert, durch das die meisten unserer Kinder Totgeburten waren. Nur eins von tausend überlebte. Kein Wunder, dass Ihr Volk ein so großes Problem mit Salarianern hat. Manche Wunden verheilen nie. Andererseits haben meine Vorfahren es auch provoziert. Sie wollten die Galaxie erobern. Die Salarianer mussten reagieren. Und sie tragen auch nicht die komplette Schuld. Die Salarianer haben das Virus zwar entwickelt, aber es waren die Turianer, die es zum Einsatz gebracht haben. Ich hoffe, dass das alles Vergangenheit ist. Schuldzuweisungen hin oder her. In Andromeda geht es um einen Neuanfang. Mein Volk braucht das mehr als die meisten anderen. Was ist mit den Kroganern hier in Andromeda? Es gibt kein Heilmittel dafür. Aber bei meinem Clan trat eine Mutation auf, die das Virus eindämmt. Ein natürlicher Schutz. Während der Reise hierher wurde bei den Kroganern eine Gentherapie durchgeführt, um die Mutation anzuregen, solange wir in der Stase waren. Sie haben die 600 Jahre also zu Ihrem Vorteil genutzt. Die Anpassung hatte Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, wir stehen noch am Anfang. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wissenschaftler sagen, die Überlebensquote liegt mittlerweile bei fast 4%. Und das ist viel besser als vorher. Jenseits aller Statistiken bedeutet das, dass mehr kroganische Kinder leben werden. Nur dann hat mein Volk hier draußen eine Zukunft. Wie sieht die Arbeit einer Stationsleiterin aus? Ich war Teil des Teams, das diese Station geplant und gebaut hat. Jetzt sorge ich dafür, dass sie weiterhin funktioniert, so gut es unter diesen Umständen eben möglich ist. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Die Nachweltfallsinitiative scheitert. Okay. So. Älter, haben wir da was drin? Okay. Noch was zum Scannen hier? Ich schicke so schnell wie möglich einen Techniker in Ihr Büro. Versuchen Sie es bis dahin mit den Übergangslösungen, die ich Ihnen gerade geschickt habe. Und lassen Sie mich wissen, ob... Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. Sehr gut. Ryder, dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Tan kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Sie scheinen sich wirklich nahe zu stehen. Seit ich Cash bekommen habe, hieß es Sie und ich gegen den Rest der Galaxie. Naja, das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war es das definitiv. Ja, das ist sehr gut, mal hier so ein paar Hintergrundgeschichten zu erfahren. Nein, das wollten wir so nicht. Aber haben wir denn eine Wahl? Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen.
ALP, bereit zum Ausgehen. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forscher? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brecker zeigt ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Was Leben in Andromeda bedeuten soll. Soll ich entscheiden. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brecker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Sie scherzen. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf, herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Sehr interessant. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr Sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für Sie tun. Oder ganz simpel, je mehr Sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Das ist natürlich eine sehr schwere Aufgabe. Okay, Brecker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. Das ist natürlich jetzt eine Riesenaufgabe. Nexus gibt Ressourcen zur Errichtung von Bergbaustationen in Helios 3. Der Einsatz besteht in. Belohnung, Mineralien erhalten, einsammeln in. Ach so, da kann ich also immer nur einmal einmachen. Das läuft jetzt 45 Minuten. Okay. Gut, dann haben wir das erstmal soweit. Dann würde ich sagen, wir geben uns wieder auf die Reise.
warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. So, haben wir jetzt hier noch eine Aufgabe, ne, gell? Unbekannt. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja, unbekannt müsste aber hier sein. Müsste aber hier sein. Der Ebene. Aber hier wird mir ja keine andere Ebene angezeigt. Ah, hier hinten. Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Ja, okay, jetzt müssen wir doch wieder runter. Wie komme ich denn da jetzt hin? Nee, zu dem wollte ich es erstmal noch nicht. Ah, hier gibt es ja noch eine Etage tiefer, gell? Hier. Aber hier gibt es keine. Ja. Moment, was ist das hier? Der Punkt war auf alle Fälle hier. Keine Ahnung. Ach so, das war. War nur die Treppe. Okay. Ah, da können wir dann gleich mal da hinten noch in das Kulturzentrum gehen. Hier können wir es erstmal mit Imsen noch quetschen. Natürlich muss genau in dem Moment, in dem ich das richtige Luftgemisch gefunden habe, wieder irgendein Idiot hier reinspazieren. Sind Sie nicht der Pathfinder? Dr. Camden, Leiter der Hydrokulturforschung. Geben Sie auf die Setzlinge Acht. Sind Sie immer so unhöflich zu den Leuten, die hier reinkommen? Nur wenn ein einziger Fehler jeden auf der Nexus das Leben kosten könnte. Wie meinen Sie das? Die Hydrokulturen versorgen uns mit Luft, Essen und Wasser. Sie sind der zarte grüne Streifen zwischen uns und dem Vergessen. Während der Meuterei hätten wir das alles beinahe verloren. Jetzt bin ich dafür verantwortlich. Wenn Sie die Leute netter begrüßen würden, hätten Sie bestimmt mehr Helfer, um alles am Laufen zu halten. Ha, wie scharfsinnig. Falls es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich ja vielleicht bei Ihnen damit anfangen. Ich brauche Proben der Pflanzenwelt in Andromeda. Unsere eigenen Exemplare sollten sich an Sie anpassen können. Bringen Sie mir jegliche Pflanzen, die Sie finden. Im Gegenzug erhalten Sie eine Belohnung. Und meinen Dank. Ja, das würde ich als ganz schön Schnösel bezeichnen. Aber was soll's? Was haben wir denn eigentlich hier drin? Ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten.
Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Sicher. Die Verköstigung wird bestimmt sehr interessant. Keine Sorge. Dutch meckert zwar viel, aber er macht das mit Herzblut. Und er ist der beste Chemiker, den ich kenne. Sie sind in guten Händen. Diese Flagge gehört Ihnen allen. Das... Oh, nicht noch jemand. Verdammt. Das hier sollte eigentlich das Chemielabor sein. Mein Chemielabor. Sie kommen aus sämtlichen Ritzen gekrochen wie Weltraumkakerlaken. Das sagst du immer wieder, Dutch. Und trotzdem bist du hier und schüttest den Leuten Drinks ein. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann, oder? Sie sind Versuchskaninchen, verdammt. Ein Chemiker braucht nun mal Versuchskaninchen. Was er nicht braucht, ist, dass sein Labor von irgendwelchen Leuten übernommen wird, die einem Sachen schenken und nett sind. Sind Barkeeper nicht normalerweise freundlich? Sie wirken irgendwie feindselig. Ich sollte überhaupt kein Barkeeper sein. Ich sollte Chemiker sein. Lassen Sie sich von Dutch nicht abschrecken. Er ist eigentlich ganz nett. Bin ich nicht. Und seine Drinks sind wirklich gut. Verdammt richtig, das sind sie. Ich meine... Hier, nehmen Sie einen Dirty Squirrel. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Sehr gut, sehr gut. So, jetzt wollen wir mal hier hinten gucken. Ich frage mich, ob ich das Teil bei einem der örtlichen Händler finde. Die fehlen noch immer. Hallo. Ein Fahrzeughändler. Ah, hier kann man dann die Dings kaufen für das Teil. Den fand ich nicht schlecht hier, den Bloodpack. Oh, 400 Credits. Ich weiß noch gar nicht, wie man hier Credits verdient. Außer hier Sachen zu verkaufen. Die wollen nicht mit uns reden. So, war hier noch irgendwas? Kulturzentrum. Ich bin Jean Garth. Bitte nehmen Sie eine Minute Zeit. Ich heiße Sie im Namen der Nexus. Danach werden Sie weitergeleitet. Bitte sehen Sie sich ruhig um. Wir hoffen, Sie haben Freude daran, mehr über die Vielfalt der Völker zu erfahren, die aus der Milchstraße eingetroffen sind. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Einwohnerin Andromedas. Ich bin ein Turianer und empfände es als Privileg, Ihnen von meinem Volk zu erzählen. Nee, jetzt nicht. Vielleicht später. Ganz wie es Ihnen beliebt. Die Nexus ist ein Ort der Freundschaft und der Zusammenarbeit. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Ah, ich sehe Citadel. Dies ist eine Abbildung der Citadel, die von zahlreichen zivilisierten Völkern in der Milchstraße als Sitz der Regierung anerkannt wird. Hier berät sich der Rat in Staatsangelegenheiten. Er setzt sich für die gewöhnlichen Bürger ein und ist stets bestrebt, jenen in Not zu helfen. In allen politischen Institutionen der Welt. Pathfinder.
Pathfinder, wie schön, dass Sie uns einen Besuch abstatten. Und bitte entschuldigen Sie den Staub. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort, die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben. Ich konnte nicht widerstehen. Was wissen Sie über die Cat? Das ist eine Spezies, die wir nicht so bald hierher einladen werden. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Ja, sehr gut. Reicht an Informationen. Danke. Nichts zu danken. Ich hoffe, Sie finden in diesem Cluster neue Freunde und schicken sie zu uns. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte nochmal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Ich bin Jean Garth, Gründerin der Initiative. So, tja, da wollen wir uns mal auf die Suche machen nach neuen Leuten. Ich glaube, wir haben jetzt hier mit genug Leuten gesprochen. Das ist auch, glaube ich, für euch ein bisschen langweilig. Aber es sind halt alles Informationen, die wir brauchen. Und ja, schlecht ist das schon nicht. So, und ja, wir wollen da rein. Und wir müssten doch jetzt eigentlich mal gucken, wo es jetzt hingeht, unsere Reise. Nach ihnen gesucht. Ja, wir müssen auch die anderen Archen irgendwie mal finden oder zumindest wissen, was damit los ist. Ein sicherer Außenposten. Endlich. Scheitern verhungert die Nexus. Bloß keinen Druck, stimmt's? Alles, was wir hier. Was ist denn? Bora? Lexi? Leichte Streuungen durch das... Sie richten sich hier ein? Ja, ich gehe die Sachen aus diesem Gewölbe durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, so etwas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen. Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt?
Mit ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Aha. Okay. Vielleicht hätten sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Welchen Weg gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Mehr muss ich nicht wissen, oder das kaufe ich ja nicht ab. Ich probiere es. Das ist einfach nur das Einzige, was sie von sich preisgeben wollen. Ja, aber es ist zumindest ein Anfang. Spendieren sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Ich sag ihnen was. Ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte, und das sie nebenbei bemerkt absolut lieben werden. Wenn sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was sie erbeuten, beantworte ich ihnen alle ihre Fragen. Reltech, hä? Huh? Einverstanden. Sehr gut. Haben wir hier irgendwas, was wir scannen können? Nee, gell? Achso, ich muss auf die richtige Taste drücken. So, wollen wir gucken, wo unsere Reise hingeht. Normalerweise müssten wir doch genau nach, nicht nach Eos. Ich hoffe, dass das richtig ist. Wir gucken. Hier ist die menschliche Arche also zum ersten Mal in Helios eingeflogen. Das rüttelt wirklich jeden wach. Habitat 7, da waren wir doch gewesen, oder? Zu scannen gibt es hier nichts. Wir müssen vielleicht doch wieder zurück nach Eos. Vielleicht haben wir da noch nicht alles. Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Hm, 50 Forschungspunkte, sehr schön. Aber mehr gibt's hier halt auch nicht, gell? Schade. Na gut, aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir werden mal sehen. Wir müssen wahrscheinlich doch nochmal nach Eos zurück, weil das ist eigentlich nicht die Koordinaten, wo wir hin wollten. Schauen wir mal. So, gucken, ob wir hier noch was finden. Sensoren. Ja, ist er. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. 132 Aluminium. Wow.
Hat sich ja zum Schluss nochmal gelohnt. Alles klar, ihr lieben Leute. Das war's auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ja, ansonsten hoffe ich noch, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.